Der Hot Hatch aus Kölle. Ford Focus ST. Ein Bringer oder doch nur Blender im Sportkleid? Der ST macht schon auf den ersten Blick klar, ich bin Sport. Mit aufgeblasenen Backen und Abrisskante am Dach bezirzt er seine Klientel. 225 PS leistet der 2,5 Liter 5-Zylinder Turbo. Grundpreis für den ST 26.000 Euro. Bixenon kostet 910 Euro, die 18 Zöller sind Serie. Wer die Lackierung in Elektrikweiß ordert, zahlt saftige 1230 Euro. Recaros im Inneren zwängen den Fahrer schraubstockartig zusammen. Leider sitzt man zu hoch, um richtig zu sporteln. Der Sound ist dank 5-Zylinder-Aggregat ein Gedicht. Hier muss er sich erstmal beweisen. 0 auf 100 km/h, Standardsprint. Eine leichte Übung für den Kölner Kraftzwerg. Landstraßentempo erreicht er im gestoppten 6,9 Sekunden. So schnell wie ein VW GTI. Der Stopp aus Tempo 100 gelingt vorbildlich. Nach 38,6 Metern parkt der Focus in der Hütchenhaltestelle, bereit zur nächsten Abfahrt. Seitenwechsel. Dank Sportfahrwerk wedelt der Kölner durch die Gassen wie Felix Neureuther beim Hahnenkammslalom. ESP ist mit an Bord, greift aber selbst bei übermütigen Fahrmanövern erst spät ein. Gut so. Und auch beim VDA-Spurwechseltest, besser bekannt als Elchtest, macht der ST eine gute Figur. Fünf Liter unter der Haube und 225 Pferde, die nur an der Vorderachse zerren. Trotzdem geht's vorwärts wie beim 100-Meter-Lauf. Auch wenn es bei uns mehr Kurven gibt, bringt der kleine Kracher die Kraft auf den Boden wie ein Sprinter mit Spikes. Und Kraft hat er reichlich. Ab 1600 Umdrehungen gibt's 320 Newtonmeter, 40 mehr als beim GTI. So ist der Zwischensprint von 80 auf 120 eine Sekunde schneller erledigt als beim Konkurrenten. Leider saugt er schon während der Arbeit fleißig an der Trinkflasche. Knapp 10 Liter auf 100 Kilometern fließen durch die 5 Brennräume. Das reicht leider nicht für den Verbrauchspokal. Dafür setzt der Focus jede Menge Glückshormone frei, wenn der 5-Ender zum Angriff bläst. Und zaubert dabei dem Piloten ein Grinsen ins Gesicht. Endstand der Wettfahrt. Der ST punktet mit Spaßmachermotor und perfektem Fahrwerk. Nachteil? Turbo läuft, Turbo säuft. Bei lockerem Gasfuß ist man schnell bei 10 oder mehr Litern. Das tut dem Spaß aber keinen Abbruch.